So, da will ich mal sehen, ob dieses antike Stück lebt oder nicht. So, Strom an. Und okay. Leuchtet. Ich dachte, das wird sich drehen oder so. Steht da. Motorschalter. Jetzt leuchtet sie auch nicht mehr. Min. Max. Jetzt leuchtet sie wieder. Geil, leuchtet, macht Geräusche. Ich würde sagen, funktioniert. Und Auto wieder leer. Ja, als nächstes geht der alte Ferni hier, sowie die Schränke hier auf die Reise. Los geht's. T-Shirts in unterschiedlichen Trocknungsstufen. Das ganz trockene. Ja. This is best. Heute war ein erstaunlicher Tag. Ich habe diese Möbel, die jetzt normalerweise zur Mülle gehen. Auf jeden Fall würden die bei eBay teilweise fünfmal durchgelaufenen Möbel, ja, die habe ich bei eBay Kleinanzeigen zum Verschenken inseriert. So 20 etwa Anzeigen. Und es waren 12 Leute, glaube ich, heute hier. Es war der totale Trubel. Und es ist eine Menge Zeug weg. Yeah! Das war echt viel. Das war cool. So, das ist der Rest, was hier jetzt noch ist. Der wird abgeholt. Dahinter ist noch ein Küchenunterschrank, der wird auch abgeholt. Der Rest geht vielleicht zum Schrott. Schauen wir mal. Die Blumentöpfe sind weg. Er hat gedacht, er holt mal eben ein paar Blumentöpfe ab und nachher war sein Auto echt voll, der Wagen lag richtig tief, weil ich habe ja die Platin-Stauernadel und Gruß geht raus an Marcel,
Ich hoffe, du hast deine Frau beschwichtigen können. Schatz, kauf mal Blumen. Ich habe ein paar Blumentöpfe gebracht. Ja. Ja, also das ist auch an jemanden gegangen, der sich total darüber gefreut hat. Strike. So, damit ist das hier leer. Hier ist auch relativ leer. Hier, leer. Metallman kam. Hier fehlt auch ein bisschen was. Es waren Leute hier, um aus dem Holzfundus sich zu bedienen. Einer war hier, der hat die ganzen Schubladen, die in diesem Kellerraum hier waren, in dem jetzt die Sachen für Metallman gelagert sind, der sie dann morgen abholen kann. Hier war eine Küche mit ganz vielen Schubladen, aber die dazugehörigen Korpusse fehlten. Außer zwei. Ein Hängeschrank mit einer Tür und ein 60x60 Schubladenschrank. Und er hat das alles in den PKW reingeladen, ey, Respekt. Und baut sich jetzt eine Küche davon. Total geil. Ja. Was willst du sonst mit Schubladen machen? Er weiß da, was mit anzufangen. Wieder einen Menschen glücklich gemacht. Einer war hier mit seiner kleinen Tochter, total niedlich. Habe ich ihr aus dem Fundus so einen kleinen Löwen rausgesucht. Und ich bin mit dem Löwen hier aus der Tür rausgekommen. Er stand mit der Tochter gegenüber auf der anderen Straßenseite. Und sie sieht, oh, mein Löwe! Voll sweet. Ja, das hier wird dann quasi auch weniger, da kommen dann morgen auch noch Leute. Ja, hier wird es zumindest nicht mehr. Das Regal, das werde ich noch einstellen. Das Laminat werde ich noch einstellen. Dann gibt es hier nur noch diese Umzugskartons. Hier ist noch der Rest der Kleinmöbel versammelt. Ein Teil hat schon einen neuen Besitzer und wird dann morgen abgeholt. Ein Teil werde ich noch einstellen. Und dann macht das. Zu Hochzeiten waren drei Parteien gleichzeitig hier mit fünf Leuten. Das war schon ein bisschen unübersichtlich dann, während drei Litauer oben in der Wohnung zwei Kommoden rausgeholt haben, war Metallman hier unten. Draußen wartete noch geduldig eine deutsche Frau auf das Perrier-Regal, wo ich gedacht habe, das ist total schrottig, wer will sowas? Und die war so glücklich, weil sie genau das gesucht hat. Und der Tag heute hat mich richtig erfüllt mit Glück, weil so viele Leute halt glücklich hier weggegangen sind. Und für Metallman werde ich jetzt noch ein bisschen Metall. Ich habe da nämlich im Garten noch einen Haufen Schrott liegen und der steht auf Schrott. Kann er haben. Ja, man kann das ja super gut erkennen hier. In der Dunkelheit liegt nämlich Schrott. Metallschrott. Und da liegt ein Handy.
gucken die Länder hier richtig. Bist du hier? Kuckucksplastik, wa? Und er durchstreift die Savanne auf der Suche nach Metall. Ja, der ist ja eingewachsen, aber den anderen werde ich da hier noch mal versuchen zu befreien. Aber erstmal hier zu den. Oh. Ui, Schwermetall. Noch mehr Schwermetall. Ein noch. Zack. Plastik. Metallsteine. Plastikmetall. Ja, bleibt nur noch der hier. Und da braucht man eigentlich entweder eine Säge oder okay, dann vielleicht doch eine Säge. Panflöte oder so. Aber jetzt geht das gerade ein bisschen unter.
werde Licht. Und es war Licht. Kennt ihr das auch? Wenn man sie nicht braucht, dann sind diese kleinen Metallsiegen überall, überall wuseln sie um einen rum. Ständig muss man sie irgendwo anders hinlegen, weil alles liegt voll mit diesen Metallsiegen. Wenn man sie braucht, puff, alle weg. Aber das könnte eine sein. Da hinten. Sogar. Ich würde mal sagen, diese beiden Exemplare hatte ich gesucht. Let's go for it. Mir steht ein Treppengelände im Weg. So, Operation Baumbefreiung. Wo setze ich am besten an? Egal. Also vielleicht. Schön warm da beim Baustrahler. Nach Jahren der Zwangsheirat dieses Baums mit diesem Buffetwagen sind sie nun endlich, können sie getrennte Wege gehen, beziehungsweise so richtig Wege gehen tut ja der Baum nicht, aber das Ding ist einfach cool. Ich glaube, das Ding ist so cool, dass ich die anderen beiden davon
hier lasse. Weil genau die kriegst du nie wieder. Und das ist so speziell. Hier. Wächst dann direkt rein. Und hier. So irgendwie. Aha. Let there be Leuchtung. Doch nicht. Draufbleiben, dranbleiben. Krall dich fest. Alles. Das ist lenkbar schlecht. Das lässt sich lenkbar schlecht denken. Oder lenkbar schlecht denken. Oh, das geht. Obwohl. Krieg. 99 Grillstationen auf ihrem Weg zum zu den Schrottmillionen. Du Metallman, friss das. Ja, das war's jetzt für Metall. Also, it's quite a lot. Ach ja, da fällt mir ja noch was ein. Auf der Suche nach der Säge. Also die Säge hier. Die taucht ja nicht. Laubsäge würde ich, glaube ich, mal schätzen. Und Heinz Wassermann hat die Laubsäge elektrifiziert, gepimpt. Damit wäre es vielleicht gegangen. Nur ich traue dem System nicht so ganz. Dün, 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 dün.
Dünn, 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 dünn. Laubsiegel mit Stecker dran. Okay. Klingt super. Ich würde sagen, einfach mal Stecker rein und lossägen. Vielleicht hat er damit sich so einen Seilschneider oder sowas gebaut. Ein links, ein rechts. Und los geht's. Nein, Kinder, nicht nachmachen. Ich mache das aber auch nicht vor. Ich finde das krass. Also hier das rote Kabel. Hier geht die Spannung rein. Ein links, ein rechts. Der eine geht auf den dünnen Draht und der andere, der geht hier raus auf das Metall von der Säge. Kommt hier vom Metall von der Säge zurück und beißt sich dann hier. Guck mal, und so geht das schon los. Die elektrifizierte Säge, sie sieht mich. Ah, Hilfe, stopp, aufhören, aufhören. Bin hier gerade noch mal entkommen. Was für ein Fight. Ah. Aber er wusste, was er tat. Er hat es durchgemessen. 2 Ampere, 2,2 Ohm. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber das heißt wahrscheinlich 220 Volt und du sagst zweimal oh, ah. Oh. So, nicht nur Frauen können Handtaschen tragen, auch Männer und auch Möbler. Jetzt das Modell. Das Modell Schrägschnitt. Und wem das Modell dann doch ein bisschen zu sperrig ist, da gibt es noch ein kleineres, etwas eleganteres, sportlicheres Freizeitmodell. Rockig im Schnitt. Erinnert es an die legendäre, ja, sagen wir schnell, eine legendäre Gitarre, Stratocaster.
Und für den ganz reduzierten Freizeitlook, Casual Wear, für zu Hause quasi, gibt es das abgespeckte Modell Schräg de l'Elegance, de Plüche, de Zuhause. Ja, das kann der Mann von Welt auch zu Hause tragen. Hier kann man jederzeit ein bis drei, maximal sogar vier Biere abstellen. Ist das nicht praktisch? Und es wirkt vorteilhaft für die Figur, für die Frisur und für alles. Da habe ich eben beim T-Shirt anziehen die Lampe runtergekickt, die macht einen Vorwärtssalto und anstatt runterzufallen auf die Erde, verfängt sie sich hier und bleibt so stehen. Während hier kochendes Wasser eingelaufen ist und es ist nichts passiert, was für ein geiler Stunt. In Hamburg sagt man...